Hallo und herzlich willkommen zu Obscuritas Part 10. Wieder mal im Labyrinth, aber jetzt zumindest an der Stelle, wo ich beim letzten Mal gestorben bin. Das heißt, ich kann jetzt einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Was mir zugute kommt, weil ich keine Lust habe, das immer wieder machen zu müssen. Deswegen werde ich jetzt extrem aufpassen, damit ich nicht unbedingt nochmal sterbe und ich das nochmal machen muss, weil ich immer wieder den Weg vergesse, hierher zu kommen. Außerdem muss ich immer warten, bis die Wände dann auf einen zukommen. Das ist auch lame, weil das dauert so lange. Hallo Gartenzwerg. Ja. Das sind alles Sachen, die könnte man sich sparen. Wenn ich denn eine funktionierende Taschenlampe hätte, die ich nicht habe. Ja. Ich weiß nicht, es gab noch irgendwo diese eine Druckplatte, die ja ich ausweichen musste, weil die unter Blättern war. Warum bin ich eigentlich beim letzten Mal gestorben? Ich habe es komplett verdrängt. Ich weiß es nicht mehr. Kann nur auch so wieder so eine Druckplatte gewesen sein, die ich nicht gesehen habe. Ah, nichts. Wie so viele sind diese Labyrinth einfach nicht. Ich würde hier einfach nur gern raus. Ah, da ist die Frau. Jetzt habe ich sie gesehen. Frau oder Typen oder. Es war eine Figur. Ein. Platte, 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 Falle. Nein, okay. Es war ein sich an die Wand lehnender Geist, der voller Erschöpfung nicht mehr weitermachen konnte. Da sind Druckplatten. Ja, die erste Falle haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Ich weiß noch nicht, ob hier überhaupt noch eine zweite kommt. Oder ob das die war, an der ich letztens gestorben bin. Ja, nehme. Oh, Wasser. Wasser ist nett, haben wir gelernt. Also gehen wir da lang? Ah, diese Tat. Nein, tun wir nicht. Ah, Licht. Könnte es nicht dauerhaft blitzen, dann könnte ich zumindest auf Dauer irgendwas sehen. So ist das mal. Was? Hä? Achso, ja, die Spinnen. Stimmt. Stimmt, bei den Spinnen war ich schon. Und dann bin ich irgendwann gestorben und ich weiß nicht warum. Aber wir scheinen auf dem richtigen Wege zu sein. Ja. Das ist der Sackgasse? Ne. Hier ist Wasser. Wasser ist gut. Hier war die böse Druckplatte. Ach, und da ist noch eine. Kann es sein, dass ich in die reingerannt bin? Ich denke schon fast ja. Gut, dann sind wir ja jetzt. Jackpot! Oh mein Gott, endlich! Ich muss nicht mehr den ganzen scheiß Weg machen. Das heißt aber, dass wir gerade erst die Hälfte geschafft haben, wo ich zwar rüber kotzen könnte, aber wir haben Checkpoint. Ah, ich weiß, warum wir einen Checkpoint haben. Okay. Gott, ich liebe das. Warum sind hier Hunde? Oder zumindest einer. Das ist mehr als. Wie überlebt der überhaupt hier drin? Ja, ich weiß, Geisterhunde müssen nichts fressen. Warum knabbern sie dann mich an? Okay. Eine ganze Menge nichts. Ist ja schön. Nee. Nochmal doch einfach wieder zurück. In die Fänge des Wolfes. In die Höhle des Löwen. Ins Häuslein des Hundes. Oder wir sterben einfach an der Falle, die wir nicht gesehen haben. Okay. Hey, wie gesagt, immerhin, ich muss den ganzen Kram nicht nochmal machen. Hallo Hund, bring mir Ruhe. Brauchst gar nicht knurren, alles cool. Ich tue dir nichts. Schon fast wieder reingerannt. Okay, hier lang? Alter, wie, du verfolgst mich jetzt. Welche Aggressionen hier. Lauf in die Falle oder so. Lass dich selber erspießen. Oder löse sie zumindest aus. Muss ich da keine Angst mehr vorhaben, dass ich immer wieder reinlasche. Spinnenweben. Wand. Na gut. Oh, noch eine Wand. Man sollte meinen, dass man das auch durch die Spinnenweben erkennt, aber. Also klar, könnte ich. Tue ich aber nicht. Ich laufe lieber durch die Spinnenweben durch und dann. Oh. Das ist ja gar nicht. Okay, ich schätze mal, der Weg geradeaus hat's nicht gebracht. Also gehen wir hier lang. Schätze ich. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich könnte die Helligkeit hochstellen, aber ich will nicht. Das gehört ja zum Spiel dazu, auch wenn es mir nicht gefällt. Da lang. Und hier lang. Und dann.
Ist auch nur eine Wand? Nee. Doch. Toll. Danke. Gut verarscht, ey. Hier geht's nicht lang. Hier geht's rein. Okay. Es wird keine Fallen. Jetzt wird das Labyrinth aber ziemlich einfach, so ganz ohne irgendwas. Bin aber nicht sehr sicher. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hinkomme, wenn ich hier rauskomme. Oh, Dota 2. Falle. Okay. Nichts. Komm, lass uns einen Gang beschützen, der nichts hat. Wie wär's damit? Okay. Aber warum machen wir uns dann die Mühe? Ja, weil, Verwirrung? Achso, ja, ich bin schon verwirrt, warum ich die Scheiße überhaupt dahin bauen soll. Aber gut, machen wir das. Ah, halt. Nein, nein, nein. Das schnappt es aus. Ich finde es interessant, wie lange diese Batterien ja offensichtlich noch leben, obwohl sie schon komplett hin sind. Sind das Akkus, die sich gleichzeitig mit der Taschenlampe zusammen aufladen? Also man packt sie rein und dann werden sie durch die Lampe aufgeladen. Das ist eine interessante Technik. Aber wenn du sowas hast, besorg dir doch gleich eine scheiß Taschenlampe, die man kurbeln kann. Dann brauchst du keine Batterien. Hier ist gewünscht. Gott, ey. Sehr schon, komm, das ist alles nur ein Vorgarten für ein riesengroßes Haus. Wir gehen. Ja, hallo? Warum? Warum locken sie mich mit Spinnenweben, wenn da gar nichts hinter ist? Das ist auch doof. Mach denn sowas. Da sollte ich... Okay, ich werde mich jetzt entgegen der Spinnenweben bewegen. Was haltet ihr davon? Ich finde, das ist eine gute Idee. Da komme ich auch in eine Sackgasse. Super. Läuft. Also wieder den ganzen Weg zurück. Dann, nein, hier nicht lang. Da waren wir durch. Ich meine, immerhin kann man sich so merken, wo man war. Was immer schon mal ein Vorteil ist. Oh Mann. Lange Gänge sind nie gut. Ich meine, hier besteht alles aus langen Gängen. Aber... Ich muss aber sagen, einem werden zumindest die Entscheidungsmöglichkeiten abgenommen. Ich würde jetzt gerne links gehen. Nein, du gehst rechts. Aber ich will links. Na, dann geh doch links. Oh, eine Wand. Na gut, ich gehe rechts. Markierung? Keine Ahnung. Das seltsamste... Ah, das ist zumindest jemand anderes. Machst du die Augen noch? Hallo. Aufwachen. Wie ist das Vieh nochmal aus diesem einen Museumsfilm? Mit Gumdum? Nee. Gib mir Gumgum. Oh, keine Ahnung mehr, wie der heißt. Nachts im Museum. Wow, das war schwer. Das war echt schwer. was war das? Nichts. Hier lang. Wand. Yay. Mann, bin ich froh, wenn ich endlich wieder einen Baum sehe. Aber nicht wieder im Wald. Wald war auch scheiße. Er war einfach viel zu lang, ohne dass irgendwas passiert ist. Hier. Wo ist das? Hallo? Ich habe da einen Schatten gesehen. Wie? Ach, ich dachte, das war... Ah, ich werde schon paranoid wegen Pfeilen hier. Übrigens habe ich jetzt komplett die Orientierung verloren. Weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Was normal ist, wenn man die Orientierung verliert, aber ich wollte es nochmal spezifizieren. Hi. Oben da, oben da. Crash sucht nach dir. Ja, noch ein Checkpoint. Ich habe ihn erreicht. Ich habe ihn erreicht, obwohl ich gar nichts großartig gemacht habe. Wo bin ich hier? In einem Tempel? Oh, was ist das? Da ist ein Loch. Da war kein Loch. Da war doch gerade ein Loch. Hm. Ach, das ist Wasser. Ich dachte, hier wäre irgendwas begraben oder so. Hier lang? Okay. Gott, ich bin so froh, wenn ich hier raus bin. Hätte man nicht irgendwie vorher noch eine Karte finden können oder so? Ich meine, so groß wie das Ding ist, hätte ich einem wahrscheinlich eh nicht viel gebracht.
Aber vielleicht ein bisschen. Oder zumindest vor dem Ding eine Karte, damit man sich ungefähr einen Weg merken kann oder irgendwas. Aber nein. Das ist ja reingeschmissen. Ich meine, ich bin ja froh, dass es schon einen Eingang gab. Wobei ich gar nicht weiß, ob man wieder zum Eingang zurück kann. Ich habe den nie gefunden. Blätter. Ja, aber man hätte mich auch einfach mit reinschmeißen können ohne Anhaltspunkt. Das wäre natürlich auch sehr nett gewesen. Dann wäre ich mitten in einem Labyrinth oder Ahnung von irgendwas. Was ich jetzt auch bin, aber es gab zumindest einen hübschen Eingang. Ich frage mich, ob mich die Fallen einfach nur irritieren sollen oder nicht. Es gibt so viele Fallen, die einfach zum Nichts führen. Und dann gibt es doch wieder Fallen, die irgendwie... Was? Ich bin am Laufen. Ich kann mich hier nicht auf alles konzentrieren. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Warum bin ich jetzt einmal... Nee, bin ich doch nicht. Sieht so aus, als wäre ich hier einmal so rumgerannt. Na gut. Genug Platz für den Hund. Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Das ist die seltsamste Statue, die ich je irgendwo gesehen habe. Hübsch ist auch nicht. Gut, gehen wir hier rein. Weil... Das ist bestimmt richtig. Meine Intuition... Intuition? Mein Kopf sagt mir, das ist der richtige Weg. Links. Okay. Das kann sogar richtig sein. Oder auch nicht? Oh mein Gott. Ich würde hier drin verhungern. Ehrlich. Oh Gott, ich dachte, das wäre eine riesen Motte an der Wand. Ich werde echt paranoid. Das liegt aber auch daran, weil ich nichts sehe wegen dieser blöden Taschenlampe. Gern. Flacker, flacker. Nee. Habe ich mich jetzt schon wieder verlaufen? Ja, habe ich. Also da lang. Das heißt, der komplette Weg, den ich hier gelaufen bin, war komplett falsch. Mein Kopf funktioniert super. Ah ne, da vorne ist noch ein Abzweiger, richtig? Richtig. Es besteht immer noch eine Chance, dass es doch richtig war. Nur, dass ich zuerst falsch gelaufen bin. Spinnenweben. Hier lang. Na, das sieht doch schon mal nach gar nicht so falsch aus. Das erinnert mich gerade an Takeshis Castle. Ich habe keine Ahnung, welche Tür die richtige ist. Nehmen wir die hier. Falle? Ne. Okay. Das könnte durchaus öfter blitzen. Könnte ich zumindest ein bisschen mehr sehen hier. War das etwa die richtige Tür? Nein, war es nicht. Für einen kurzen Moment hatte ich echt die Hoffnung, es hat funktioniert, aber nein. Nee. Wird so schlecht. Hatte ich nie. Bin ich nicht in die Vorletzte reingegangen? Nee. Es gibt keine Vorletzte. Es gibt nur links, rechts und Mitte. Na gut. Ich bin wem? Band. Naja, immerhin bleibt dann nur noch eine Möglichkeit. Wenn da auch eine Sackgasse ist, bin ich ziemlich am Arsch, weil dann muss ich echt den ganzen Weg zurück. Das will ich nicht. Ich bin wem? Ja. Ja. Cool. Cool. Warum? Ich dachte, jetzt kommt ein riesen Felsen auf mich zu und da muss ich in die Zwischenräume ausweichen, aber nein. Wir sind nicht in die Indiana Jones. Na gut. Nein, 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 nein. Überall nichts. Ich könnte nicht mal Karte zeichnen von den Wegen, die ich hier gelaufen bin. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder so einer. Stellt sich denn sowas in die Garten? Ist doch nicht hübsch. Salah, Leute. Hat aber jemand eine Geschmacksverirrung, das ist aber nicht schön. Nein. Falle. Gott, warum? Ich hätte gern mal ein Labyrinth, was einfach nur geradeaus geht. Einfach nur so. Und dann sagen, das ist das mystische Labyrinth. Du bist innerhalb von 5 Minuten durch. Herzlichen Glückwunsch.
Du hast das Labyrinth gemeistert. Da kann man sehr stolz auf sein. Oh, breiter Gang. Ist breiter Gang ein gutes Zeichen? Nein, breiter Gang ist ein Scheißzeichen. Du hast Bewegungsfreiheit, das dürfen wir dir nicht erlauben. Hier darfst du nicht lang. Hier durch, da. Wieso? Hör auf, so böse zu mir zu sein. Nee, hier kann es nicht lang gehen, aber hier könnte es theoretisch lang gehen. Tut's aber nicht. Also gehen wir doch in den Gang. Aber hier darf es eigentlich nur abknicken, ja. Weil da vorne war ja... Es ist zu dunkel, ich sehe dich! Aber ich schätze mal, ich bin richtig. Was wollte ich sagen? Ach ja, der musste ja da abknicken, weil bei dem anderen Gang, da ging ja der andere Gang lang. Der Gang. Der Gang im Gang ging da lang. Mann. Ich frage mich ehrlich, was mich gerade angegriffen hat. Ob das ein fliegender Hund war oder so? Ich habe nur ein ganz klein bisschen gesehen. Nein, hier lang. Nö. Ist aber auch ziemlich arschig, dass sie einem hier keine Batterien zur Verfügung stellen. Ich meine, klar, warum sollte in einem Labyrinth auch batterienmäßig irgendwas los sein? Ei, das ist ein Spiel. Gib mir Batterien, wenn ich die brauche. Ah, der Ausgang. Yay. Bitte töte mich nicht. Bitte töte mich. Bitte töte mich nicht. Ist das der richtige Ausdruck dafür, wenn ich nicht weiß, was mich töten könnte? Bitte stirb jetzt nicht, Alter. Oh Gott, Wald. Ich meine, ich wollte Bäume. Es ist okay. Yay! Wir haben es geschafft und jetzt kommen wir in einen Vergnügungspark. Yippie. Gut, alles ist besser als das Labyrinth. So, das war's von mir. Für den Part zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.